Andi, Gratulation zum klaren 4:0. Endlich mal ein klarer Sieg von euch. Der erste Heimsieg in der Meisterschaft in der neuen Saison. Drei Tore, was will man mehr, oder? Ja, ich glaube, das war das Ziel. Wir wollten unbedingt heute das Spiel gewinnen. So sind wir auch reingegangen in das Spiel. Und ja, am Anfang haben wir uns noch ein bisschen schwer getan, weil wir recht gut gestanden sind. Aber ich glaube, mit 1:0 war das ein bisschen so, ja, wo wir den Bann gebrochen haben. Und ja, dann mit dem 2:0 wird es dann ein bisschen angenehmer für uns zum Spielen. Und man hat gesehen, im Konter haben wir brutale, ja, Kraft nach vorne, kann man sagen, wie wir da marschieren, und da sind wir dann halt gefährlich, und das kommt halt dann, wenn du mal 2:0 in die Pause kommst oder über 50, 60, dann kannst du Konter ausspielen, und genau so war es der Fall. Wie war es für euch, einmal mit einem 2:0 richtig entspannt in die Halbzeitpause gehen zu können? Ich glaube, 2:0 entspannt kannst du auch nicht sagen. Es ist natürlich ein schönes Ergebnis, aber du musst trotzdem weitermachen, weil du weißt, dass wenn du da 2:1 kriegst, dann wird es nochmal richtig, ja, gefährlich, dann kann jeder Gegner noch gefährlich werden. Und wir haben gewusst, wir wollen noch nachlegen, und zum Glück haben wir das dann noch gemacht, und ja, dann haben wir zum Glück hochgewonnen. Heute drei Tore, Andi, 7 Tore insgesamt, führende in der Torschützenliste. Hast du irgendeine Erklärung, warum es momentan so gut läuft für dich? Ich glaube, die Rückrunde war auch schon recht gut. Ich fühle mich einfach wohl. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis in der Mannschaft. Der Trainer gibt uns Vertrauen. Die Co-Trainer, wurscht wer sie ist, haben immer super Laune am Platz. Die Fans sind da, geben immer Vollgas. Und ich glaube, das ist einfach was, für was du lebst. Einfach. Und ja, ich glaube, darum treffe ich einfach auch. Und wie gesagt, fühle mich einfach so wohl da in Wien. Und ich hoffe, es geht so weiter. Reden wir noch ganz kurz über die Ausgangssituation. Es war ja nicht leicht für euch. Wie gesagt, die ganze Situation, kein Heimsieg noch, ein bisschen abgeschlagen da in der Tabelle. Da ist ja Druck da. Wie seid ihr mit diesem Druck umgegangen? Habt ihr den gespürt in irgendeiner Form? Ja, eigentlich nicht. Also, wir haben gewusst, wir müssen gewinnen. Und ich glaube, wir haben einfach da, ja, ein bisschen den Druck gespürt. Aber ja, wir können das, glaube ich, recht gut ausschalten, und ja, so war das, und die Fans haben uns natürlich auch nach vorne gepusht, und man hat es gemerkt nach 1:0, 2:0, wie dann einfach die Stimmung auflebt und alles gefeiert wird, und ich glaube, das braucht man immer, und das ist richtig geil. Jetzt kannst du weitergehen, ne? Ja, natürlich, also jetzt geht es einmal in die Länderspielpause, und dann hoffentlich geht es so weiter.